Och, nicht doch. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg? Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Gol geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Ach, Moral, Qual, Blal. Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Na gut, ein Buch für Nova. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Kohl gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Ja, das war schlecht. Kohls Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Eine Bürste? Goal und auch Goal, jawohl. Sie ist komplett verwirrt. Wäre ich wohl auch. Sie hat sich gut gehalten. Ja. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Sieht ja jetzt nicht ganz so toll aus, ne? Hey! Was hat denn das hier zu suchen? Das wollte ich für meine Skulptur Der letzte Paukenschlag verwenden. Ich habe Wochen darauf gewartet, dass die Batterie alle wird. Aber es läuft und läuft und läuft. Und es läuft und läuft und läuft. Was soll das hier darstellen? Das ist der unfertige Punkt. Ach, es gehört so. Es soll unfertig aussehen. Und ich dachte, es ist wahrhaftig noch nicht fertig. Oh, dann muss ich wohl noch mal ran. Diese Logik. Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Nein. Na, dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Ja, die kennen sich doch gut. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Ob es auch einen alten Rufus gibt? Die alte Goal kennt Rufus, glaube ich, ziemlich gut. Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann es nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Moment, was? Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Heieiei, dieses Spiel macht mich fertig. Es ist so verwirrend, ich glaube, ich brauche erstmal ein Schlückle Whisky. Geh mal doch mal raus hier. Und dann ordentlich einen Schluck. So, jetzt macht der ganze Sache hier Sinn, ne? Also, wie ganz einfach. Wie man hier jetzt das Ganze löst, und zwar jemand netz da hoch. Wie? Was ist das denn jetzt hier? Hebel. Wag es ja nicht! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat! Hier draußen herrscht Krieg! Und im Krieg gibt es nur Verlierer!
Oh, Fuelogs? Oh Gott. Hey, ich will das Zeug. Ich finde, er nimmt die Sache ein bisschen zu ernst. Er bräuchte mal einen Perspektivenwechsel. Hey da, lenk mich nicht ab! Ich muss aufmerksam bleiben! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fuelog-Problem? Wonach sieht das denn hier aus? Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fuelog weit und breit. Nur weil du keine Fuelog siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Das ist wahr. Aber warum steht er denn mit dem Rücken zu den Fuelogs, wenn er doch hier ausguckt? So wird das doch nicht. Was sind das für Tonnen? Dafür fahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelogs. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuelog-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Zwei-Fronten-Krieg. Alles klar. Ich hab alles verstanden. Was sind das für Tonnen? Hey, Finger weg! Dafür fahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästig. Ja. Fast schon schlimmer als immer häufig. Darum behalte ich meine Gut dafür ein... Ja, das hast du doch alles gerade eben schon gesagt. Jetzt halt doch mal den Rand. Da kann man da nichts machen hier bei dem... Dann halt hier runter. Oh ja. Das sieht doch wieder nach einer guten Rätsel-Location hier aus. Mehr zu tun. Und Verwirrung. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Huhu, ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung. Das ist die Aufregung. Da unten waren gerade süße Krabben, die sich gegenseitig verprügelt haben. Was genau macht ihr hier? Da sind sie wieder. Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Ganz genau. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Ich muss nach Kuvak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuvak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuvak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Happalapap. Heute? War gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Vorne, hinten, vor, zurück. Zukunft, Vergangenheit. Ach, das ist doch alles durcheinander. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen.
Okay, dann schauen wir uns doch mal diese Sirene hier an. Die scheinen hier ein ernsthaftes Fuel-Lock-Problem zu haben. Aber es ist noch zu früh, um Schuldfragen zu stellen. Stimmt, das ist die Anti-Fuel-Lock-Sirene und vielleicht sind wir an dem Problem nicht ganz unschuldig. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Fuel-Lock-Alarm. Die Zeit läuft. Komisch. Ich sehe gar nichts. Ab zu den Tonnen. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich die Ich will die plündern. Plündern! Ich sollte meine Sachen lieber noch nicht in die Tonne kloppen. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. Oh, Moment. Ey, da, Hebel, Hebel, schnell. Busch, schnell. Ist ja nicht. Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Und das hat er gesehen? Ach, Mist. Na, immerhin wissen wir jetzt, dass wir ihn ablenken können, wenn wir wissen, was wir mit dieser Tonne machen wollen. Vielleicht Wombats drauf loslassen. Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. Ja, das ist ein schöner Nebenjob. Wundervoll. Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee. Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest ja mal Pause machen. Meine Mittagspause wäre schon überfällig. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja. Deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was. Du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Warte mal. Butter, da. So, Erdnussbutter. Fuchtel damit nicht so rum. Wenn dieser Firlefanz in den Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt. Okay, okay. Erdnussbutter. Wenn wir schon irgendwo auftreiben. Hier zum Beispiel. Rita, Unk, der junge Maverick, der alte Maverick, Vince. Oh je, das sieht wirklich kompliziert aus. Ich sehe alle Voraussetzungen für eine hinreißende Liebesgeschichte. Nur die weibliche Hauptrolle sollte man vielleicht neu besetzen. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Was für ein Waschlappen. Was für ein Kotzbrocken. In seinem Alter sollte er eigentlich nicht mehr Zeit reisen. Unsinn, Junge. Der graue Star verhindert zwar das dreidimensionale Sehen, aber wir reisen ja in vier Dimensionen. Und dann ist noch einer. Interessant. Wer braucht denn da so lange? Ja, ich weiß gar nicht, mit wem ich zuerst reden soll. Erdnüsse! Erdnüsse. Lecker. Her damit. Wow, du hast Mikey gefressen. Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr wart Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch. Mach dir keinen Kopf. Und? Wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse. Aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lass ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, uns zur Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Oh Gott, dieses Spiel, warum? Intelligente Erdnüsse? Aus Prinzip? Aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich.
Pfui. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Als Reiseproviant. Also, da geht einem doch der Hut hoch. Erst Malki und jetzt das. Du Gierschlund. Ich meinte ja auch für die Liebe. Wow, na das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie, ich zuerst. Na, aber eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Gold. Ja, aber wer ist Gold? Ich meine... Kennen wir sie überhaupt? Also, ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft. Ach, naja. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht so ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Also, wir müssen die Erdnüsse überzeugen, dass sie sich freiwillig jetzt opfern. Ach, das kann ja ein Spaß werden. Hier, komme ich mal auf den Punkt. Na, ob die noch gut sind? Man hört ja die schaurigsten Geschichten über Tresenknabbereien, wo jeder seine dreckigen Griffel reingehängt hat. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetz mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhö? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Kletes Koffer. Ich erinnere mich daran, aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Ah ja, das ist also der Zeitreisen. Den kann ich mich noch einigermaßen erinnern. Der war im letzten Deponia, meine ich. Und hat die Zeittoilette vollgeschissen. Na, dann reden wir mal noch zum Ende der Folge mit der guten Rita. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot und mich gibt's auch günstig zu schießen. Mein Name ist Rita. Bist du Single? Nein. Ja, es ist kompliziert. Verschwende nicht meine Zeit. Ich bin fast 40 und Kellnerin in einer Stadt ohne Zukunft. Denkst du wirklich, ich habe Lust, mir dein Gejammer anzuhören? Du hast gefragt. Ich wollte nur... Tick-Tack. Tick-Tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Na, dann den Antrag. Warte mal. Hier. Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja. Ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen? Meine Frage bezog sich auf das Essen. Ach, sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Die Portale sind zu. Ah! Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik.
Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change, aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Vince, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Vince nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Timepod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist, so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Aber nicht mit dir, danke. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Ja, mit dem Rest reden wir dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, tschüss.